Hallo, liebe Motorradfreunde. Heute nehme ich euch mit auf einen Kurzurlaub unten in Hessen bei Bad Zwesten. Dort werde ich campen und meinen Schatz besuchen, die da zu Reha ist. Und da die Gegend mega schön ist, werden wir dort einiges uns anschauen. Wir werden bei Bikertreffs anhalten, natürlich an den wichtigsten Talsperren, wie die Eder-Talsperre. Und ja, wir sind jetzt hier schon, unseren ersten Stopp haben wir eingelegt, und zwar am Zündstoff. Das ist ein sehr bekannter Bikertreff, wo man auch übernachten kann. Da gibt es so ein Zündstoff City, nennt sich das. Ich zeig das mal. Ich bin auf einem Campingplatz bei Bad Zwesten. Das ist ein Waldcampingplatz. Über den will ich auch noch berichten, das könnt ihr im Anschluss sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Am Edersee sind wir dann vorbeigehuscht, weil viel Baustelle und das 130, ja, kommt man schwer ran mit dem Motorrad, zumindest von der Seite, wo wir waren. Und deshalb sind wir zum nächsten Stausee gefahren, zum Diemelsee. Die Strecke dorthin ist einfach nur super. Ich muss sagen, das Sauerland ist kurvenmäßig, landschaftsmäßig einfach nur traumhaft. Wer da noch nicht war, Leute, da müsst ihr auf jeden Fall hinfahren. So, jetzt sind wir hier am Diemelsee. Das liegt jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen. Also wir sind von Hessen rübergehuscht nach Nordrhein-Westfalen. Hier ist es auch schön, gibt es einen Bikertreff. Am Fährhaus heißt der, glaube ich. Und ja, heute ist sauwindig. Pustet die Hulle. Aber matt ist trocken. Da ist Schatzi. Und heute ist auch nicht so viel los. Gestern war die letzte Woche schon mal hier, da war das hier tierisch voll. Den zeige ich nachher noch mal am Bikers Inn am Möhnesee. Und da gehen wir jetzt mal rein, mal gucken, was das ist. Wir stehen allerdings nur wir hier. Ist kein anderes Bike da. Heute ist kein Bikerwetter, ist ziemlich pustig. Junger Vater da. Ist ganz schön. Aber naja, irgendwas ist immer, es ist trocken und nicht viel los auf den Straßen, von da ist es super zum Fahren. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was hier los ist. Das Tolle am Sauerland, finde ich, ist viele, viele Stauseen, tolle Kurven, tolle Landschaft, immer wieder ein Bikertreff in der Nähe, wo man super einkehren kann. Und das macht einfach irre viel Spaß. Die Strecken sind alle einfach nur beeindruckend und schön. Morgen, heute Abreise aus Bad Zwesten. War richtig cool hier. Schöner Campingplatz. Ich gehe jetzt mal kurz rum, zeige euch das ein bisschen. Hier, wir haben so ein kleines Swimmingpoolchen. Da vorne ist die Rezeption. Da meldet man sich an. Hier ist der Eingang. Da ist mit einer Schranke geschlossen, kriegt man so einen Schlüssel für, kann da selber rein und raus. Hier in der Gaststätte, die gehört damit zu, da kann man essen. Schnitzel, Pfifferlinge, für 12 Euro, kannst du nicht meckern, war super zubereitet, frisch, lecker. Also hat mir gut gefallen. Waschräume. Wir fahren natürlich noch. Der Eder. Und das sieht so cool aus, da haben wir extra mal angehalten. Das müsst ihr euch mal anschauen. So, echt cool aus, oder?
schon klasse, oder nicht? Also ich finde, das sieht total cool aus. Mit dem alten Gebäude da. So, Kurzurlaub ist beendet. Es geht nach Hause, ab auf die Autobahn und dann Attacke 500 Kilometer Richtung Norden. Abenteuer war cool. Ich fand das schön. Super Gegend. Mein Schatzi gesehen und... Ich bleib noch hier. Genau. Sie bleibt noch ein bisschen. Geht weiter bei uns auf dem Kanal. Demnächst mit einem kleinen Deutschlandurlaub noch. 10 Tage wollen wir fahren. Mal schauen, ob wir den TED noch fahren können. Das ist ja mit Corona nicht ganz so leicht. Und ja, bleibt auf jeden Fall bei, abonniert uns und macht's gut, bleibt alle gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.